Hallo liebe Kinder und willkommen zu einer neuen Serie von Nick erklärt. Heute die Polizei. Die Polizei ist unser Freund und Helfer. Wenn es keine Polizei geben würde, dann würde es drunter und drüber gehen. Sie sind dafür da, die Einhaltung unserer Gesetze zu kontrollieren, damit alle Bürger sicher leben können. Immer dann, wenn jemand dringend die Polizei benötigt, wählt man die Rufnummer 110. Dann nehmen geschulte Beamte rund um die Uhr die Anrufe entgegen und leiten sofort notwendige Maßnahmen ein. In der Leitstelle trifft eine dringende Meldung ein. Ein Banküberfall in Dojo City. Die Polizistin reagiert sofort. Ein Blick auf den Monitor verrät, welche Fahrzeuge bzw. Polizeieinheiten sich in der Nähe der Bank befinden. Per Funk können nun die Einheiten der Polizei oder auch Rettungswagen zum Einsatzort geschickt werden. Noch während die Fahrzeuge unterwegs sind, informiert sich der Einsatzleiter, welche Maßnahmen noch eingeleitet werden müssen. Zum Beispiel Sperrungen von Straßen. Der Streifenwagen hat eine Besatzung von 2 Beamten und eine Lautsprechanlage, Signallampen, Digitalkameras, Werkzeuge und vieles, vieles mehr. Zudem befinden sich an Bord moderne Sprechfunkanlagen und eine Einrichtung zur Videodokumentation. Aufmerksam beobachten die Polizisten das Geschehen auf Straßen und Plätzen und bei ihren Einsätzen. Ähnliche Aufgaben haben die Motorradstreifen. Allerdings sind diese schneller und wendiger. Daher werden sie eingesetzt, um den Straßenverkehr in besonderen Situationen zu überwachen. Aber auch Schwerpunktkontrollen sowie Ehren- und Sicherungsgeleite gehören zu ihren Aufgaben. Hier sperrt der Polizist gerade die Straße wegen dem Banküberfall. Fahrradstreifen oder Fußstreifen bevorzugen Orte, an denen Streifenfahrzeuge nur hinderlich wären, zum Beispiel Fußgängerzonen, Wohngebiete oder Parks. Ein weiterer Vorteil dieser Einheiten ist der Überraschungseffekt. Durch nahezu geräuschloses Erscheinen der Polizisten können Täter oft frühzeitig erkannt und festgenommen werden. Die Straftäter kommen in Gewahrsam und warten auf ihre Verhandlungen. Zudem gibt es auch die Reiterstaffel. Sie kommen oft bei Großveranstaltungen wie Demonstrationen oder vor Stadien zum Einsatz. Die Pferde sollen Eindruck durch ihre Größe vermitteln. Zudem hat der Polizist eine gute Übersicht und kann bei Einsätzen schnell am Ort des Geschehens sein. Jeder Beamte hat eine Uniform mit Schulterklappe. Farbe und Anzahl der Sterne zeigen den Rang des Polizisten an. Zur Ausrüstung des Polizisten gehören Handschellen zur Festnahme von Personen, die Dienstwaffe, eine Taschenlampe und ein Schlagstock, ein Funkgerät und eine Mütze mit dem Wappen des Bundeslandes. Der Verkehrsdienst ist eine wichtige Aufgabe. Bei Unfällen sind die Beamten für die Aufnahme und die Gefahrenabwehr zuständig. Alkohol, überhöhte Geschwindigkeit und das Nichtbeachten der Vorfahrt sind Hauptunfallursachen. Verkehrskontrollen sollen helfen, Unfälle vorzubeugen. Ein Auto kommt mit erhöhter Geschwindigkeit angefahren. Die Polizisten messen mit der Laserpistole 55 km/h statt der erlaubten 30 km/h. Ein Polizist stoppt den Fahrer mit der Kelle und verhängt ein Bußgeld wegen Geschwindigkeitsüberschreitung. Bei besonders hohen Verstößen kann sogar der Führerschein entzogen werden. Polizist sein ist ein interessanter und abwechslungsreicher Beruf. Die Polizeianwärter benötigen für diesen Job besondere Eigenschaften, wie zum Beispiel Menschenkenntnis,
Kontaktfreudigkeit, nervliche Belastbarkeit und ein gutes Gedächtnis. Zudem dürfen keine Vorstrafen vorhanden sein. Auch der Schulabschluss und das Bestehen einer mündlichen, schriftlichen und sportlichen Prüfung sind Voraussetzungen. Ah, Polizist sein ist ein schöner Beruf. Wenn ich groß bin, möchte ich auch Polizist sein. Und ihr? Was möchtet ihr werden, wenn ihr groß seid? Ich hoffe, ihr hattet schöne Einblicke in den Polizeidienst. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir unbedingt einen Daumen nach oben da und abonniert unseren Kanal. Weitere Videos von Nick erklärt, wie zum Beispiel die Schule oder Kindergarten, seht ihr in der Playlist. Die habe ich euch in der Infobox verlinkt. Klickt euch einfach mal durch die Videos. Ihr werdet viel Spaß haben. Bis dann. Tschüss. Euer Nick.